Hört genau hin. Das ist der warme Klang eines berühmten Soundchips, der nur über 3 Klangkanäle verfügte und doch die Herzen vieler Gamer berührte. Es ist der Sid-Soundchip des guten alten Brotkastens. Ich habe die Pixelschleuder natürlich nicht grundlos angeworfen. Vielmehr hat mich das Special zum Buch Volkscomputer dazu gebracht, den Commodore 64 mit einer eigenen Folge zu ehren. Was in etwas mehr als 3 Minuten übrigens nicht so einfach ist. Also los! Jahrelang war der Commodore 64 das Zentrum der europäischen Spielewelt und gleichzeitig unvergleichlich günstiger Volkscomputer. Kein anderer Heimrechner bot 1982 so viel Arbeitsspeicher für umgerechnet nicht einmal $700. Und das in Kombination mit moderner Grafik und Soundhardware. Kein Wunder also, dass er sich blendend verkaufte. Doch das i-Tüpfelchen war seine Flexibilität, die ihn bis 1994 überleben ließ. In den 80ern und frühen 90ern schien es ja schon aberwitzig, dass findige Programmierer flinkes Parallax-Scrolling aus der Kiste kitzelten. Heute generieren Genies damit sogar Bump-Mapping-Effekte. Ja, auf einer uralten Kiste mit einer 1 MHz CPU, die keinerlei 3D-Routinen beherrscht. Unglaublich. Warum sie sich die Mühe machen, fragt ihr? Naja, vielleicht einfach nur, um zu zeigen, dass es möglich ist. Es ist für Gamer, die es nicht miterlebt haben, wahrscheinlich schwer zu verstehen, aber der gute alte Brotkasten versprühte schon immer eine Aura offenen Pioniergeists. Selbst bei seinen Spielen. Das weiß jeder, der schon bei Summer Games Joysticks zerrüttelte oder mit Freunden Ausdauerrennen in Pitstop 2 zelebrierte, lange bevor es Gran Turismo gab. Weder die elendig langen Ladezeiten, noch das veraltete Betriebssystem oder die vorsintflutliche Joystick-Bedienung konnten Spieler davon abhalten, Meilensteine wie Maniac Mansion oder Katakis zu daddeln. Kurzum, Spiele, die noch heute legendären Status genießen. Ähnlich wie Nintendos NES war Commodores VC20-Nachfolger maßgeblich für die Entwicklung der heutigen Computerspielszene, sei es durch erste Multiplayer-Erfahrungen oder durch frühe Online-Netzwerke. Manchmal aber auch nur, weil er Macken hatte und dadurch irgendwie liebenswert war. Wer noch einen hat, sollte ihn heute noch anwerfen. Und ich wette, er funktioniert noch. Wer weiß, ob wir das in 30 Jahren von den heutigen Konsolen sagen können. Solltet ihr keinen C64 besitzen, dann sucht doch mal auf YouTube nach all den Brotkasten-Videos, die hochgeladen wurden. Da sind nicht nur Spiele-Grabs dabei, sondern auch echt schräge Sachen. Zum Beispiel musizierende Diskettenlaufwerke oder Druckerorchester. Mit dem Wissen könnt ihr nächstes Jahr prima angeben, dann wird der alte Brotkasten nämlich glatte 30 Jahre alt. Viel Spaß!